Moin! Herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach-Map in der Version 1.7 ohne Gräben. Ja, wir haben abgegradet. Am Wochenende ist die 1.7 rausgekommen. Die mit Gräben am Donnerstagabend, die ohne Gräben irgendwie am Freitag. Und ja, wir sind hier unterwegs. Wir sind immer noch am Aussäen, was ich zwischendurch gemacht habe. Gestern in der Folge, gestern Nachmittag, habt ihr gesehen, dass ich einen Palettentransporter in der am Lager platziert habe. Ich habe inzwischen, ohne euch offline sozusagen, nicht am Bildschirm, habe ich wir haben kaum noch Dünger. Ja, gut. Habe ich alles verkauft, was ich im Lager hatte, weil ich gehofft hatte oder angenommen hatte, dass wir vielleicht in der 1.7 schon das neue Lagerskript, das Storage-Skript sehen. Soll ich sagen? Ich habe mich vertan. Wir sehen es nicht. Ist nicht schlimm. Vielleicht kommt es ja in der 1.8, vielleicht kommt es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Wir werden es sehen, aber ja, auf jeden Fall habe ich deshalb das Lager leer geräumt und deshalb haben wir jetzt hier so viel Kohle. Was ich aber sowieso machen wollte, ich wollte mir neue Überladewagen holen. Mit denen hier, die funktionieren zwar, aber so richtig zufrieden war ich damit natürlich nicht. Und daher hole ich mir jetzt mal neue. So, fährt er. Ja, er fährt. Wir kaufen jetzt mal neue Überladewagen und verkaufen die hier. Ja, der Vario ist nämlich auch leer. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch... Auf jeden Fall fahren wir jetzt mit dem hier erstmal zurück zum Händler. Ich habe im Moment das Headtracking nicht aktiviert, das habe ich vergessen einzuschalten. Ja, werden wir auch so mitleben, ne? Ja, morgen ist Dienstag, morgen ist 1. Mai, Feiertag. Das heißt, heute Abend Livestream. 19 Uhr. Hier auf dem Kanal. Multiplayer-Livestream. Schaltet ein, guckt zu, würde mich freuen. Ja, der Xerion hat durchdrehende Reifen, ich weiß. Das Feld ist auch nicht so einfach. Meine Einstellungen sind vielleicht auch doof. Egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall viel Geld. Dass wir uns auch mal wieder ein paar Felder kaufen. Schade. Dann wollen wir den mal verkaufen. Erstmal mal gucken, ob wir den repariert kriegen. Ist ein Reparaturmod noch drin? Nö. Einmal nicht mehr. Schade. Fragt ihr euch, was machen wir denn jetzt? Ja, ich habe vom Walter einen schönen Tipp gekriegt, aus der Community, was er benutzt als Überladewagen. Davon kaufen wir uns jetzt mal 3 Stück. Und zwar ist so ein schönes Absetzrahmenpaket. Das hier. Da kaufen wir uns dann erstmal... Boah, welches kaufen wir uns denn? Billiger, ne? Agrarbereifung, Felgenfarbe, lassen wir so. Ja, davon kaufen wir uns 3 Stück. Aber wir haben bis jetzt 3 Überladewagen, kaufen wir uns davon auch 3 Überladewagen.
Und dann kaufen wir uns die passenden Absatzrahmen dafür. Da. Da ist er. Hauptfarbe. Machen wir so rot oder machen wir grün? Grün, ne? Hier so schön, so ein dunklen Grün. Designfarbe. Brauchen uns auch 3 Stück von. Da stehen sie. Unsere Absetzrahmen. Und jetzt schnappen wir uns den ersten und sehen mal zu, wie weit die Saatgutproduktion ist. Das weiß ich natürlich jetzt gar nicht. Wir haben die Saatgutproduktion ja so ein bisschen in Gang gebracht, aber fertig ist sie natürlich noch nicht. Achso, vielleicht sollte ich erstmal mich eben hier um den Serium kümmern, der immer noch durchdrehende Reifen hat. Dämlich ist. So, wir fahren hier mal eben einen großen Bogen. Machen das mal vernünftig. Nächster passender Wegpunkt. Und alles ist gut. Achso, jetzt müssen wir uns auch erstmal um den Vario kümmern. Der hat auch noch den alten Überladewagen. Den verkaufen wir natürlich auch, sobald der leer ist. Der ist fast leer. Shit. Mich an den hier auch immer nervt. Ich muss hier immer erst, wenn ich mein Safe Game wieder lade, muss ich immer erst hinten das Überladerohr wieder ausfahren. Schon ätzend. Ja, ich sagte ja, der ist auch bald leer. Das heißt, den Anhänger können wir dann auch bald verkaufen. 309 Liter, da kommen wir nicht weit mit. Aber wir sind ja zum Glück nicht weit vom Hof weg. Ein Exerion ist schon leer. Ja, kümmern wir uns drum. Machen wir uns mal eben schnell zum Hof beamen. Zum Shop meine ich. Ja, ich weiß. Sag nichts, ich hab's ja selber gesehen. Das ist, wenn man hier fast eine Woche nicht gespielt hat. So. Oh, mal schauen. Immer aufladen. Laden. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie viel Saatgut da produziert wurde. Aber das sind echt schicke hier. Was er für ein schönes Überladerohr hat.
Dann kann man vernünftig schön drunter fahren. Okay, wieso steht die Produktion hier? Hat er nicht mehr? Mist, hat er nicht mehr. Mist, hat er nicht mehr. Der Mist. Da steht noch ein Misttransporter. Ja, eigentlich wollte ich mir ja noch ein Förderband gekauft haben. Naja, wir machen den hier erstmal voll und kümmern uns dann später drum. Den Xerion auffüllen. Dass da dann weitergehen kann. Mit der Aussaat. Was ich noch nicht verkauft habe, ist Bier und sowas. Ne, Bier habe ich noch stehen. Ich habe auch noch Milchprodukte teilweise stehen. Und so. Und so. Ich habe eben nur das Zentrallager einmal leer geräumt. Und habe das dann auch alles, nicht alles zu Höchstpreisen, einfach alles verkauft. Einfach weg. Weg, weg, weg. Hauptsache Kohle verdienen und das Lager leer haben. Und habt ihr heute auch alle frei gehabt? Brückentag? Ich nicht. Haha, schade eigentlich. Nein, ich musste heute arbeiten. Ich muss auch morgen arbeiten. Ist ja auch Tag der Arbeit, ne? Da kann man ja auch arbeiten. Nützt nichts. Ja. Ich werde auch jetzt am Wochenende nicht streamen. Ich werde auch das Wochenende danach nicht streamen. Also die nächsten beiden Wochenenden keine Livestreams. Weil ich nicht da bin, weil ich keine Zeit habe. Ich muss nämlich auch Freitagabend und Samstagabend arbeiten. Und das Wochenende danach habe ich keine Zeit. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Dafür gab es aber ja jetzt zwei Livestreams. Zwei Tage hintereinander, beziehungsweise gestern gab es einen und heute gibt es einen. Besucht mich, schaltet ein. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das denn funktioniert. Ich habe das zwar schon mal so zwischendurch einmal ausprobiert, mit einem anderen Spielstand, aber das heißt ja nichts. Muss man sich erstmal wieder daran gewöhnen, wo man denn hinfahren muss. Damit der auch auffüllt. So nämlich nicht. Okay, aha, da war's. Da füllt er auf. Na, ist doch schön. Und wie schnell. Geil. Funktioniert gut, muss ich sagen. Walter, vielen Dank für deinen Tipp. Dem auch gleich mal eben
zum Shop fahren und den verkaufen und uns den nächsten holen. Unsere Tiere müssen wir uns auch unbedingt kümmern. Ja. Denen geht's auch gar nicht gut. Ja, wir haben viel zu tun die nächsten Tage. Viel zu tun. Erstmal die Aussaat fertig machen. Mann, ich fahr mal dem Händler ins Haus, ey. Peinlich. So. So, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, hinterlasst mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Abo, beziehungsweise abonniert mich. Ja, besucht mich bei Facebook, kommt auf meine Homepage und so weiter und so fort. Und vielleicht sehen wir uns ja morgen wieder, oder wir sehen uns ja nicht wirklich wieder, aber vielleicht guckt ihr ja morgen wieder rein bei der nächsten Folge hier. Mal schauen. In diesem Sinne koppel ich jetzt hier noch an und sag ciao!